Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. In der letzten Folge haben wir unglaublich viel geschafft. Wir haben endlich das Kaffeepulver zu Ende bekommen. Wir haben uns einen Dietrich besorgt. Wir haben auch schon einen Teil der Flüssigkeit. Und wir haben uns auch ein echt cooles Blasrohr gebaut. Das Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt die Flüssigkeiten. Aber wo zum Geier mischen wir diese zusammen? Ja, das heißt, wir werden diese Folge unsere wertvolle Zeit dafür investieren, herauszufinden, wo zum Teufel wir das Ganze zusammenmischen können. In der Gasse war ich eben gerade, bei Lonzo können wir, sag ich mal, nur die Endprodukte direkt... Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Können wir nur die Endprodukte direkt zusammen tun? Aber irgendwo muss es ja auch möglich sein. Und ich schätze ganz, ganz stark in der Poststelle. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Ja, und die Uhr zum Öffnungsschild hat definitiv der Bürgermeister. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ich sag mal, ja, ungünstig. Definitiv ungünstig. Aber wo könnten wir denn wo könnten wir? Vielleicht bei Tony. Mittlerweile bin ich doch schon so recht verzweifelt, dass ich einfach alles ausprobiere. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Autsch! Das ist ja heiß. Was du nicht sagst. Für chemikalische Experimente jetzt brauche ich vorhersehbar. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Ja, das ist richtig. Echt. Mir reicht ja auch. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Das war lustig. Ob wir mit dem Topf noch irgendwas machen können? Das ist, weil so wirklich ausmachen können wir das vorher ja nicht. Wenn ich meinen Kram verbrenne, hilft das zwar der Legendenbildung, aber was verkaufe ich dann den Fans? Das ist eine außerordentlich gute Frage. Oh Mann, ey. Gehen wir doch nochmal zu Tonys Laden. Laut Rezept kommen... Aber sie hat doch nichts. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich hab ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Immer dieser Zynismus. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die... Und? Du bekommst... Tolle Geschenkgut. Ich muss weg. Das sage ich, aber du... Ja, ich blende das einfach mal ganz kurz aus, weil wir haben es jetzt schon so oft eine gehört. Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Eine wunderbare Idee. Und ein gebührender Sicherheitsabstand. Ja, dann mach's doch. Ach. Die Jagd kann beginnen. Aber was jagen wir? Was bitteschön jagen wir? Gewichte, Anker... Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten.
Wahrere Worte wurden nie gesprochen. Und trotzdem bin ich immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, diese verdammten Flüssigkeiten zusammenzumischen. Der ist bereits offen. Saubere Arbeit, Rufus. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Absolut nicht. Vielleicht kriegen wir Wenzel nochmal weg, wenn wir eine Sprengung bei seinem Haus veranlassen. Ach nö, das kann ich ja nicht mehr. Ja, es ist alles schön und gut, aber... Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Ja, schön. Schön, schön, schön. Ich komme da oben eh nicht hin. Vielleicht kann ich ja die Notrufsäule betätigen, wenn gerade der Alarm läuft. Das wäre zumindest eine überlegbare Möglichkeit. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Ja. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt mein... Ich probier's... Ja, Gehilfe ist schön und gut, aber... Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Alles klar. Ich bin absolut ratlos gerade. Absolut ratlos. Das ist auch so schon ätzend genug. Das stimmt. Lotti! Hallo, Lotti! Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Das ist wohl wahr. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Hier wächst ein Blümchen. Aber... Die Post öffnet um welche? Hier fehlt... Ja, hier fehlt die Uhrzeit. Das muss nicht gedisch. Warte, das ist echt lustig. Aber die Erdmagnetfeld... Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Kein Grund nachzujustieren. Aha. Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Das habe ich ja vorhin komplett übersehen. Vielleicht kann ich ihm ja den Blaspfeil... Das klingt gerade irgendwie seltsam, wenn ich das so sage. Mein Fehler. Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in... Hab ich ihn über... Oder... Oh Mann. Ja, Politik ist echt kompliziert, ich weiß. Das wäre wie Öl in lang... Ich habe ihn nicht... Hab ich ihn... Oder... Oh Mann. Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich ihn... Oder... Oh Mann.
Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Hörst du, Wenzel? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotte. Vergessen Sie das nie. Ja. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Das ist schön. Das ist das erste Mal, dass ich ihn aufrecht stehen sehe. Oh Mann, ey. Das nervt mich doch gerade tierisch. Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht. Es ist doch echt zum Mäusemelken. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ja, das tun sie. Ich guck noch mal eben kurz auf die Liste. Klares Wasser. Wir haben ja klares Wasser. Allerdings, wo zum... Da können wir das Ganze denn zusammenbasteln? Es ist doch echt zum Mäusemelken. Ich sagte, das Postamt bleibt. Die Post? Um welche fehlt? Ja, da fehlt was. Und die gottverdammte Uhr hat der gottverdammte Bürgermeister. Ach. Langsam wird's echt albern. Fragen wir mal Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Bis bald. Tschüss. Ja. Ich brauche auf jeden Fall einen Behälter, in dem ich die Flüssigkeiten mischen kann. Gott sei Dank bin ich ein geschickter. Verdammt. Okay. Ja, das wäre lustig. Was? Was auch immer. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ah, und ich kann es nicht mehr hören. Das ist so schwer, Mink. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, aber das Erdmagnetfeld... Ich kann das Ding nicht... Also, das Erdmagnetfeld... Kein Grund nachzujustieren. Vielleicht beim Baum... Ich bin gerade echt hart am Nachdenken. Was soll... Also, das Erdmagnet, kein Grund nachzu... Okay. Das ist auch so schon ätzend genug. Das ist wohl wahr. Wünschelrute. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Vielleicht können wir den Baum ja anbohren. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Okay. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge. Den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Da ist ein Loch in der Plattform. Ja, das stimmt. Mittlerweile habe ich es ja auch schon ausgenutzt. Verrückt. Ach, wir reiten noch einmal Rodeo. Gleich nochmal.
Ich komme einfach nicht drauf, verdammte Scheiße. Hier zu Tonis Laden. Kann uns denn die Alte nicht irgendwie weiterhelfen? Irgendwie. Wenn wir den Papagei aufwecken, dann können wir ihn hier auf die Stange setzen. Also das ist... Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Das ist schön. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Ich merk schon, ja. Finger weg von meinen Sachen. Ja, ist ja gut, Fräulein. Wir brauchen auf jeden Fall die Coupons, aber wie ich kriegen sagte, wir die? Ja, nimm die Füße vom... Da muss man schon... Haben wir alles schon gehört. Tief? Kann ich dir Eul nicht einfach das Narkotikum geben und... Darf ich dir einen Schluck... Kiste? Nein, danke. Darauf falle ich nicht noch... Aber wenn's, dann haben wir doch auch nichts mehr. Toll, Kaminofen. Bringt ja immer noch nichts. Ein brillant platzierter Ballon reicht. Da, ich sehe es ganz Stein und da schwirrt. Alles schon gehört. Oh, das regt mich gerade. Na. Haben wir nicht noch irgendwas übersehen? Ich gehe nochmal zurück. Drücke die Leertaste. Hier ist absolut gar nichts mehr. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Ja, wo? Wo? Wo zur Hölle muss ich jetzt hin? Und was bedeutet das komische fliegende Viech da? Ja, was für ein witziges Geräusch. Mal hinter Tonis Hütte. Vielleicht finden wir hier irgendetwas, das... Ach nein, hier ist absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Hier in der Toilette ist ebenfalls absolut gar nichts. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Das tust du. Das Trinkwasser ist so... Ich weiß, die Folge ist extrem langweilig. Es passiert einfach gar nichts, weil ich einfach absolut keine Ahnung habe, was zur Hölle ich machen soll. Mal hier in die Tipps reingucken, aber das ist ja eigentlich an sich nur der Lageplan. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist bloß noch das klare Wasser und die Möglichkeit, es zusammen zu mixen. Und das klare Wasser habe ich ja bereits. Das ist ja nun mal auch in Wenzels Keller gefunden. Es ist doch zum Mäusemelken. Absolut zum Mäusemelken. Ist das Säure oder Wasser? Säure. Ich sollte noch etwas nachnehmen. Ja, es ist, glaube ich, nicht so die beste Idee. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was wir hier mitkommen. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Eine energiereiche Flüssigkeit. Niemals. Mein Toni.
Die Wünschelrote rührt. Offenbar kennt sie nur. Es sieht aus wie Trinkwasser. Ich hatte mal so eine ganz verrückte Idee. Ich werde mal zum Wenzels Haus gehen. In seinen verrückten Keller. Und werden hier mal die Wünschelrute machen. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Mach! Und wie kriegen wir diesen verdammten Papagei aufgeweckt? Zahnbohrer. Niemals! Mein Inventar und Toni wird es nicht noch ein... Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt! Blödes Teil! Au! Jetzt habe ich... Blödes... Ich quäle keine... Und im Ge... Au! Jetzt blödes... Ich habe mal gehört... Trotz des Stierbl... Falsche Blü... Ich will's gar nicht wissen. Es ist doch echt zum Mäusemelken. Es ist doch einfach nur zum Mäusemelken. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr... Au! Was zum... Ein Dartpfeil? Gleich? Und... Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Hätte ich eine Facecam, wäre mein Blick gerade unbezahlbar. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind. Übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Interessant, wie schnell sie doch wieder bei Sinnen ist. Finger, weg von mein... Ja, ja, ja. Ich muss weg. Das aber du... Okay, jetzt haben wir hier Coupons. Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt... Man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Okay. Ich hätte übrigens gerade nicht gedacht, dass das tatsächlich funktioniert. Wirklich nicht gedacht. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Postcoupons. Und die würde ich jetzt ganz gerne bei der Post abgeben. Ich sag's Post. Ja, dann quatschen wir mal. Auch wenn ich es absolut nicht gerne mache. Den Bürgermeister an. So, Coupons. Aber ob das funktioniert oder nicht, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Falls es überhaupt noch irgendjemanden gibt, der bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, dass es in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen spannender zugeht. Ich hoffe es wirklich. Macht's gut. Ciao.